Moin Moin und zurück zu A Link to the Past. Ihr sitzt jetzt wahrscheinlich mit eurem Kaffee schön vorm PC und denkt euch so, na, hat's es jetzt endlich mal geschnallt? Ja, wir haben ein paar Sachen vergessen. Einige davon sogar mehrmals. Spätestens jetzt, wer es noch nicht weiß, VP-Faktor ist real. Und der Typ hier möchte immer noch nicht mit uns sprechen. Ey, ich klau dir jetzt einfach dein Schild. Du Honk. Warum nur? Warum? Das war Hollywood-reif, würde ich sagen. Kann ja mal gucken, ob er eine Anstellung findet. Denn ich habe mich ja noch gewundert hier. Ihr erinnert euch vielleicht. Wieso die hier einen alten Mann in eine Höhle packen, während der noch nicht mal eine Kaffeemaschine hat oder irgendwas zum Überleben? Ja, und ich dachte mir noch so, grausame, grausame Welt. Dieser arme Mann ohne seine heiße Tasse Kaffee. Ja, nö. Der mauert hier einfach die Wände zu. Ta, denkste, Kollege. Und wir nehmen uns hier einfach ein wunderschönes, flauschiges Herzteil. Ja. Also Link, der hat sich jetzt wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit getriple-facepawned oder so. Das ist echt ein bisschen peinlich. Aber, ne, bleibt ja unter uns, müssen wir keinem verraten. So, und ein paar Herzteile bzw. ein paar Sachen nehmen wir jetzt hier auch noch mit. Das geht relativ fix. Wir haben ja hier unsere wunderschönen, rot glänzenden Stiefel. Ey, da wird Zelda ist doch bestimmt da richtig neidisch drauf. Oder was denkt ihr? Wer sich jetzt da irgendwie wundert, warum ich so viel über Kaffee rede. Ab heute ist wieder Kaffeezeit. Yay! Würde mich übrigens echt mal interessieren. Ihr wisst ja jetzt von meinem großen Laster, die mich kennen. Wie sieht's denn bei euch aus? Wie steht's denn so um euch? Seid ihr auch so ein totaler Kaffee-Freak oder habt ihr irgendwie so ein vergleichbares Laster, wo ihr sagt so... Nee, also die Leute gucken mich dann an und meinen so... Seriously? Was geht mit dir ab? Also wenn es bei euch nicht der Kaffee ist, was ist es dann? Oh! Ja, und wir haben irgendwo noch ein paar Herzen verloren. Ups. Aber das dürfte sich ja eigentlich hier mit dem Herzteil erledigen. Zumindest habe ich gehofft, dass das hier aufgefüllt wird. Ich glaube, zwar das ist bei jedem Zelda so, aber so ganz sicher bin ich mir da jetzt auch nicht mehr. Lasst mich mal gucken, was ich noch vergessen habe. Ja, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Abstecher nach Kakariko mal wieder und nehmen uns vorher die super süße kleine Fee hier mit. Nicht unbedingt wegen dem Schlüpper, aber wer weiß. Kommt immer so ein bisschen auf Links Laune an. Genauso wie die Form von Barmherzigkeit hier. In dem Fall dürfen die Kollegen hier alle leben. Das ist doch wunderbar. Das ist doch ein Vorbild für die Menschheit, unser Link. Immer höflich. Versteht die Frauen, ohne selbst ein Wort zu sprechen. Also, das ist wirklich Best Buddy. Aber das ist auch einer, der wahrscheinlich so prädestiniert ist für Friendzoned. Das fand ich ja echt krass bei Game of Thrones. Also, ich weiß nicht, wer es guckt. Ich gucke es ja im Original auf Englisch und ich tue mir stellenweise, auch wenn ich jetzt denke, dass mein Englisch einigermaßen gut ist, tue ich mir da ein bisschen schwer. Und ich habe, glaube ich, was die Sache angeht, ewig gebraucht, um auf den Trichter zu kommen, dass, Jeroma oder wie er heißt, das, nein, den wollte ich jetzt hier eigentlich einfangen, aber ich war ein bisschen verpeilt. Naja, macht nicht. Das machen wir aber auch noch.
Ja, ich habe echt eine Weile gebraucht, um zu checken, dass dieser Typ irgendwie in Daenerys verknallt war. Also, ich hab das einfach nicht gecheckt. Ja, jetzt sagt sich wahrscheinlich jeder, na, das hat man doch zwischen den Zeilen rausgehört oder so. Also, ich habe das echt geflissentlich überhört und übersehen die ganze Zeit. Ich dachte so, och, der Kerl meint's einfach nur gut, aber... Nee, da scheint tatsächlich was gewesen zu sein, zumindest von einer Seite aus. Vielleicht auch von beiden, aber dann habe ich wirklich gar nichts gecheckt. Aber das kommt vor. Zumal ich, wie gesagt, wirklich Szenen dabei habe, wo es ein bisschen schwer ist für mich, 100% davon zu verstehen. Also, eigentlich gucke ich solche Serien und Filme in der Regel original, also auf Englisch, aber manchmal versteht man es einfach ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Bei manchen Serien und Filmen und bei anderen wiederum, da tut man sich echt ein bisschen schwer. Ja, und weil wir ja ein halber Kokiri sind, oder weil ich einer bin zumindest, gehen wir jetzt doch hier einmal in den Wald. Yay! Weil die Jugend von heute, die wandert ja gar nicht mehr richtig, ne? Die sitzt ja nur hier vorm PC. Nee. Oh, und wir haben... Nein! Wir holen hier die ganzen Amulette und haben hier das Master Sword. Hurra, das Master Schwert. Nein, doch nicht. Schade. Das können wir jetzt hier dem ollen Dieb an den Kopf werfen. Hey, Kollege. Schwert gefällig? Ja, das... So, und wenn wir jetzt hier reingehen, dann sind wir quasi an der Stelle, wo wir unser episches Master Sword in die Finger kriegen. Aha, und wir treffen dich auch, wenn wir im Baum stecken. Aber ich bin hier auf der Suche nach was anderem noch. Yay, da ist er doch. Wuhu! Dieser Pilz duftet nach süßen, verfaulten Früchten. Drücke den Y-Knopf, um ihn wegzugeben. Boah, ja, liebend gern. Also, süß und verfault ist für mich ein bisschen ein Widerspruch in sich. Gut, kann ja sein, dass der süß schmeckt, aber süß ist er ganz sicher nicht. Also, ich würde mir das nicht mal dann in einen Kaffee machen, wenn ich nur einen Kaffee mit dem Zeug trinken könnte. Naja, wobei... Ah, ja, das wäre grenzwertig. Aber wir haben hier ein weiteres wunderschönes Herzteil. So, gedanklich meine Liste abstreichen. Ne. Haben wir alles, Herzteil haben wir alles. Boah, und warum hast du orangefarbene Haare, ey? Kannst du mir deinen Friseur empfehlen? Ich hätte da so einen Plan. Hey, du, was willst du hier? Das ist das Versteck unserer Diebesbande. Naja, dann solltet ihr das vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich zugänglich machen, aber okay. Ohne Erlaubnis kannst du ja nicht einfach reingehen. Haben wir aber doch gemacht. Soll ich dir noch was sagen? Wenn du anfängst, normal zu sprechen, mit Sicherheit. Ein früheres Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Ja, dann, viel Spaß beim Suchen von Wasser, würde ich mal sagen. Und sag mal, haben wir hier irgendwie Harz von den Bäumen ans Kleben? Oder warum fliegen uns die? Oh nee, schon wieder nix. Fail. Wir haben den Vogel mit einem Schwert erschlagen. hab ich nicht gesagt, Link ist so der Vorzeigetyp schlechthin? Ich nehme alles zurück. Der killt unschuldige Vögel, Mann! Ja, wobei, wenn ich jetzt an die Vögel bei Alan Wake denke, dann geschieht denen das wahrscheinlich einfach nur recht, so wie die drauf sind. Drecks Hitchcock-Vögel, ey. Ups, was ist denn das? Also, die müssten ihre Eingänge echt mal sichern hier irgendwie. Was machen die denn? Und noch ein kleines, flauschiges Herzteil. Nee, aber jetzt im Ernst. Ich würde mal eine Sicherheitsfirma empfehlen in dem Fall. Das kann ja nicht so... Hui.
So, und jetzt habe ich noch was vergessen. Oh Mann, ich habe schon so eine echte... ich habe schon so eine echte To-Do-Liste hier im Kopf. So, nee, vergessen, vergessen, VP, VP, nee. Und ich meine, da war noch was. Und das liegt glücklicherweise jetzt auch so ein bisschen hier noch auf dem Weg, sage ich mal. Denn wir haben uns ja jetzt hier so einen kleinen, schönen Pilz geschnappt. Und ja, ich lerne auch mal Rubine mitzunehmen. Ne, wer den Penny nicht ehrt, ob das jetzt ein Penny-Penny ist oder ein Euro-Penny oder ein Rupee. Wir wollen ja nicht verschwenderisch sein. Ja, hast du. Danke, junger Mann. Geh gleich mal in den Magie-Shop, dann bekommst du was Gutes. ich hoffe, ich bekomme dann nicht so eine Nase wie du, denn die Nase sackt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier extra aus dem Screen raus müssen. Ich glaube schon. Ja, das ist eine ganze Weile her hier mit dem Spiel. Mann, guck mal, wie wir hier Rubine farmen können, wenn wir da nicht alles liegen lassen. Das ist doch schön. Yay, ein Päckchen für uns. Hui. Das Zauberpulver. Streue es auf Gegner und viele andere Dinge. Kann ich mir das auch auf den Kopf streuen? Ich meine, dann könnten wir immerhin diese Sache mit den... mit den furchtbaren Rubinen hier klären. Was? Was sag ich denn Rubinen? Ich meine mit den pinkfarbenen Haaren. Macht nichts. Ja, wir sind immer noch ein bisschen verpeilt. Wahrscheinlich bin ich jetzt mittlerweile auch einfach... Wahrscheinlich bin ich jetzt auch einfach mittlerweile zu sehr auf Kaffee. Deswegen rennt sich hier Link einfach schon mal die Rübe an. Ich ertrag das nicht mehr. Ich... Ja, aber hier darf er mal ordentlich seinen Frust rauslassen, der arme kleine Mann. Was macht der nicht alles mit hier mit uns? Und stellt euch mal vor, das wäre hier ein Blind-LP mit mir. Oh Mann. Da wären wir nach 30 Parts noch nicht angekommen. Ah. Aber das Wichtigste ist ja, dass man über sich selber lachen kann. Solange man lachen kann, ist es noch witzig. Ja, und vielleicht mal zielen. Wäre auch eine Geschichte. Aber wir sind ja letztes Mal gar nicht hier rein. Was hat uns denn geritten dabei? Dabei ist ja Link eigentlich immer gleich zur Stelle, wenn es heißt, da ist eine Fee. Oh, eine Fee. Mal gleich gucken da. Brunnen der Wunder. Wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Wirst du es tun? Oh, ich bin so ein Hasenzahn. Nee, ich werfe natürlich was rein. Ich würde da mit einer Arschbombe reinspringen. Warum nicht? So, und wir können hier auswählen und... Ah, ich habe diesen Drecksbumerang so satt. Friss! Ja, Link, der geht jetzt gleich nochmal auf die Knie, ob er da wieder ein bisschen um das Kleid gucken kann. Hast du das geworfen? Ich weiß nicht, was du da hast, aber ich kann dir sagen, was ich hab. Wenigstens bist du ehrlich, das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Oh, oh, da werden die Backen schon wieder rot. Na, Link, was ist es? Na, Link, was ist es? Hm, fängt's mit S an und hört mit Üpper auf. Nein. Du hast den Zauberbumerang. Er lässt sich schneller werfen und reicht weiter. Okay, so als Trostpreis ist das, glaube ich, ganz okay. Aber ich meine, so in meinem ollen Krips, da wäre noch was gewesen. Brunnen der Wunder, bla bla bla, sowieso. Und Kaffee gibt's ja keinen. Oh Mann, oh. So, was können wir denn hier noch werfen? Ich glaube... Können wir die Stiefel irgendwie umfärben? Das wäre echt genial, weil Rot ist echt nicht so meine Farbe. Wir können hier unseren Minischild. Den schmeißen wir da mal rein.
wieder eine hübsche Fee. Habt ihr irgendwo noch eine Schwester, die vielleicht ein bisschen Freizeit hat? Wenigstens bist du ehrlich. Bla 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 und du bist absolut nicht mein Typ. Oh nein! Forever alone, Link, ja. Aber dafür wurde unser Schild stärker. Jetzt schützt es dich sogar gegen Feuerbälle. Ja, ist doch episch. Also ich würde so ein Schild definitiv einem Date mit einer Fee vorziehen, ich weiß nicht. Link sieht das wahrscheinlich ein klein bisschen anders. Aber das ist jetzt richtig episch. Und das sieht jetzt auch nicht mehr... Das ist jetzt auch nicht mehr so ein totales Pokeschild, ja. Das ist ja für den Held der Zeit echt ein bisschen Armutszeugnis. Aber auch das haben wir jetzt erledigt. Wunderbar. Wundere Bärchen. Ja, ich glaube, dann haben wir doch alles mal nachgeholt, was wir jetzt in der Grenzlosigkeit unseres VP-Faktors verpeilt haben. Ja. Notiz an mich selber. Gedanken zusammennehmen. Ja, und ich würde sagen, dann machen wir uns doch hier einfach mal an den dritten Dungeon. Wir haben jetzt genug hier unsere Zeit verplempert und nichts geschissen gekriegt. Wir haben keinen Kaffee. Nichts hat der arme kleine Kerl hier. Deswegen muss es jetzt doch so ein kleines Amulett sein, dass wir hier wenigstens... Ba-da-da, frisst den Bumerang, weil ich Bock hab, euch zu killen. Ja, also es ist nicht jeder so ein Saubermann wie Link. Wir sind fies, Mann. Und hier geht's nicht lang. Wo müssen wir denn noch mal lang? Sag mal, ich bin schon wieder in der... Ja, und du triffst uns noch. Ich hasse Vögel. Ich hasse sie. Warum hat Hitchcock nicht einfach Spinnen genommen? Nein, ich mag auch keine Spinnen. Und nein, wenn gewisse Leute jetzt hier zuhören. Ihr macht mir mit Spinnen keine Freude. Mit Fledermäusen dann schon eher. Die fand ich als Kind eigentlich schon ziemlich cool. Aber nicht, wenn sie uns hier so viele Herzen abziehen. Ja, Mensch! Was ist denn hier los? Ah! Beep, 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 beep. Und warum drehen wir den Viechern den Rücken zu? Das Konzept Brille Vielmann ist dir auch noch nicht ganz klar, ne? Und... Okay, ich bin still. Der arme Junge, der begeht hier fast noch Selbstmord. Das ist aber nicht gut. Wow! Und wir haben hier noch so einen Forever Alone Kandidaten. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte ich dich begleiten zu dürfen. Ach, so einer bist du. Na, 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 na. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Alles klar, alter Mann. Oh, der kommt mir hier ein bisschen suspekt vor, wie der hier hinter uns rumschleicht. Na, 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 na. Diese pinkenfarbenen Haare, das gab's zu unserer Zeit nicht. Früher hat's die Unterhosen noch aus Kruppstahl und die Stiefel aus Holz waren. Aber Vorsicht, da sind tiefe Löcher im Boden. Laufe lieber rechts entlang. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Aha, Schlingel, haben wir dich erwischt. Dieser Berg liegt direkt vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Ja, weil du die hier in die Löcher reingeschlupst hast. Ich hab dich durchschaut, Mann. Hör auf meinen Bart, ich meine Rat, und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut.
Mir wär's ehrlich gesagt lieber, wenn du vorgehen würdest. Alter, seltsamer Mann. Naja, gut, wir wollen mal nicht so sein. Geh hier lieber nach rechts, weißt du. Ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Nee, wir haben da schon eine Flamme, nur will die nicht so, wie wir wollen. Und, hat deine Enkelin einen süßen Schlüpper? Der König ließ sie auf seine Burg verschleppen und sie kehrte nie zurück. Dann war's ein süßer Schlüpper, okay. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Es ist Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Arganim versucht durch die Entführung der Mädchen, die Nachfahren der sieben Weisen sind, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Wieso weißt du so viel? Jan, ich mag auch diese... Ja, ich weiß, ich darf's eigentlich nicht mehr sagen, aber... Ich mag die Mucke. Ba, ba, ba. Und ich habe bis heute keinen Strahl, was das für Dinger sind. Also die gute Evil hat sich das ja im LP, glaube ich, auch gefragt. Und würde mich echt mal interessieren, ob da schon irgendwas bei rausgekommen sind. Weil ich kann beileibe nichts sagen, außer Pokémon. Und das fällt mir immer ein, wenn ich nicht weiß, was ich da vor mir habe. Die vermissten Mädchen sind bestimmt noch alle am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages ein Held erscheint, der sie befreien wird. Ich? Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich zuhörst. Hab ja sonst keinen, mit dem ich reden kann, weil meine Olle, die hat keinen Bock mehr auf mich und, noch etwas, falls du in einen magischen Teleporter gerätst, dann schau in diesen Spiegel. Hui! Du hast den Zauberspiegel. Er ist klar, blau und schön. Aber was ist das? Fühlst du, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Boah, da erinnere ich mich auch an so eine Kurzgeschichte, so eine Horror-Kurzgeschichte, die ich als Kind meiner Anthologie gelesen habe. Das war echt creepy. Der hinterhältige Zauberer hat den König arglistig getäuscht. Doch er versucht nun mittels Magie den Weg in die Schattenwelt zu öffnen. Ein grauenvoller Gedanke, wenn ihm das gelingt. Im Turm auf dem Berg befindet sich die sagenhafte Mondperle. Finde sie auf jeden Fall. Alles, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist, die Erholung zu ver... Nein, wir stehen immer noch auf Weiber, danke. Du kannst jederzeit... Nein, ich möchte bitte einfach nur noch gehen. Oh mein Gott. Ja, und in der Horror-Kurzgeschichte, die ich meine, das war irgendwie, keine Ahnung, vor 2000 noch, dass ich die gelesen habe. Also, da ging es um ein Mädchen, was, glaube ich, bei den Großeltern daheim war. Also so ein, ja, eigentlich klischeehafte Ausgangssituation. Da gab es einen Spiegel, da war wohl ein Mädchen drin eingesperrt. Ich weiß auch gar nicht mehr wie. Und die hat das Mädchen, das jetzt da bei der Großmutter wohnt, immer so ein bisschen Richtung Spiegel gelotst und so eingelullt und all das. Und ja, irgendwann kam die dem Spiegel zu nah und im Endeffekt war sie dann diejenige, die da drin gesteckt hat und kam nicht mehr raus. Ja, die andere Person, die hat sich dann quasi so in ihr Leben gestohlen und hat sie dann im Spiegel zurückgelassen. Also, das fand ich schon ziemlich eklig als Kind. Also jetzt nicht primär irgendwie horrormäßig, dass ich da denke, boah, Gänsehaut und brrr. Aber so der Gedanke ist schon richtig eklig. Und ich glaube, hier gab es doch irgendwo... Irgendwo gab es hier noch was. BZW, ich habe es auch jetzt bei Evil noch mal im Let's Play gesehen. Das gucke ich ja parallel so ein bisschen mit, weil ich weiß nicht, von Zelda kann man einfach nicht genug kriegen. Und yay, Herzteil. Und ich meine, ich erinnere mich da, dass es hier irgendwie einen Glitch gab, dass man, wenn man später den Umhang hat oder irgend sowas, dass man sich hier am Rand noch mal entlang glitschen kann. Ich
bin mir nicht mehr ganz sicher, wie genau das funktioniert. Vielleicht können wir uns das auch später nochmal angucken. Vielleicht weiß es auch noch irgendeiner aktuell besser als ich. Dann feel free to post, weil... Ja, Erinnerungen und so, ne, ist bei mir ja immer so ein bisschen schwierig, das... Ja. Aber da haben wir auf jeden Fall noch ein Herzteil. Einen vollen Herzcontainer. Und gehen hoffentlich mit voller Energie jetzt auch hier in den Dungeon rein. Und boah, so eine Treppe möchte man auch nicht haben. Das ist ja ekelhaft. Ist ja ekelhaftig, ey. Dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes als vielleicht gucken, ob hier irgendwo noch mal eine Fee drunter war. Oder gab es sie nur in der Schattenwelt? Ja, ich glaube schon. Ja, dann. Ah, was ist denn jetzt passiert? Wir haben plötzlich Hasenzähne und wir sind rosa und haben Hasenohren und Puschel hinten am Bobbes und Ja, wir sind auf jeden Fall ein Hase. Das ist unsere wahre Gestalt. Das ist Links Gestalt in der Schattenwelt. Und ihr seht auch, wir können hier nichts hochheben. Wir können kein Item benutzen. Oh, wie süß. Ein flauschiges Hubba-Bubba. Bounce, bounce. Hallo, du Hasenfuß. Ich muss dir was erzählen. Sperr die Löffel auf. Das Böse hat diese Welt fast identisch mit Hyrule erschaffen. Was das bedeutet? Das heißt, zu allem und jedem in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Die goldene Macht verwandelt jeden, der in diese Welt kommt, in sein wahres Ich. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung. So wurde ich zu einem Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt bewahren zu können. Deswegen ist sie auch so wichtig. Und was ist das denn? Was willst du hier? Bildest du dir ein, du Hasenfuß? Kannst mehr ausrichten als ich? Deine Zähne sind ja nicht mal gerade gewachsen. Unsere dafür schon. Ich suchte nach der goldenen Macht und was ist aus mir geworden? Das würde mich auch mal interessieren. Was ist das denn? Ich kann jetzt mehr zurück. Wenn ich nur die Mondperle aus Heras Turm hätte, dann könnte ich mich zurückverwandeln. Noch mal ne. Ist doch kein Wunder, dass ich so gereizt bin. Hä? Hä? Nun lass mich endlich in Ruhe. Ja, liebend gerne. Also ey, so eine Laune bin ich eigentlich nur von der U-Bahn Montagmorgens gewöhnt. Naja. Aber wir nehmen uns mal noch das Herzteil mit. Das macht ja alles gut. Ja, und ihr seht, wenn wir hier den Spiegel benutzen, dann bleibt hier so ein kleiner schimmernder Kreis übrig. Und wenn wir da wieder reintreten, dann kommen wir wieder daraus, wo wir uns eigentlich hinteleportiert haben. Und das kriegen wir, glaube ich, erst später. Später? Kriegen wir erst später, ja. Das lassen wir mal noch hier so stehen und dann, hui, würde ich sagen, nix wie ab hier in Heras Turm. Mit richtig epischer Dungeon-Mucke wieder. Denn ich kann nicht anders, als meine Stimme zu verstellen, wenn die Mucke so cool ist. Und ja, ich weiß, ich sag das ständig, aber mein Gott, was soll ich machen? Wir kommen halt alle nicht aus unserer Haut. Und eigentlich wollte ich den jetzt nicht. Ich hab's nicht so mit Würmchen, um ehrlich zu sein. Scheiß Wurmdreck, ey. Okay, ich würde sagen, nach dem Part müssen wir definitiv mal bei Vielmann vorbei. Das ist ja... Das geht ja gar nicht so. Naja, lassen wir das. Und ich meine, wir könnten hier runter dann. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Strahl mehr, Und ich habe auch keinen Strahl, was das sein soll. Das. Ich weiß auch nicht. Das sieht irgendwie immer so ein bisschen. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein aufgeblasenes Hubba-Bubba. Dann einmal irgendwo an die Wand gebatscht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, aber ich habe so ein bisschen noch im Gefühl, dass uns hier alte Bekannte erwarten.
Damit meine ich alte Bekannte, die ziemlich fürchterlich sind. Die mag es nicht. Die mag es einfach nicht. So, ihr geht mal bitte alle sterben. Jo, und das war der falsche Weg, denn hier brauchen wir den Master Key. Ist doch klar, ist doch klar, ist doch klar. Badadam, badadam. Ba-ba-ba, ba-ba. Link, ich bin es, der Dorfälteste Saskaller. Und ich bin immer noch Kettenraucher, scheiße, Mann. Ein guter Rat von mir. Schaust du in den Verliesen, in den Zauberspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Ja, das habe ich aber vergessen, also... Das ist an der Stelle nicht verkehrt, dass er uns das nochmal sagt. Der gute Pro-Sahasrala. Du hast die Karte. Bla 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 bla. Kennen wir alles schon. Und das sieht aber wirklich. Das sieht ein bisschen aus wie so ein. Wie so ein Tauros. Was sag ich mal? So ein Mini-Tauros. Und hier können wir weiter. Yay! Yeah. Und ja, es ist da, wo ich dachte, dass es ist. Und ich hatte jetzt eigentlich vor, so ein bisschen in der Tür stehen zu bleiben, weil, dann müssen wir es so machen, wie es halt irgendwie geht. Drücken jetzt hier unerhört unsere Knöpfe und kriegen es trotzdem nicht hin und failen. Oh Mann! Ich hasse die Dinger. Vor allem, wenn man einfach viel zu früh loslässt. Weil man hier denkt, man hat's schon. Mei, mei, mei. Also diese Platten und ich, wir werden definitiv keine Freunde mehr in dem Spiel. So gar nichts, gar nichts. So, aber dafür haben wir dem hier eine abgeräumt. Dem hier auch. Und den hier, den kriegen wir auch noch irgendwie. Viel Mann, Link. Viel Mann. Nein, ich hasse dieses Geräusch. Das ist fast schlimmer als Navis Hey, listen, hey, listen, hey, bla bla bla. Wie mir das auf den Zeiger geht. Ja, und wenn wir uns jetzt hier nochmal blöd dran stellen, dann war es das auch schon. Wir sind jetzt so aggro, wir fackeln einfach die ganze Bude ab. Warum nicht? Ja, ein paar Herzen wären nicht so schlecht. Vergesslich ist er auch noch, der kleine Mann. Na, aber wer kann es ihm verübeln? Der ist hier fast am Abnippeln. Und das, obwohl wir jetzt nochmal zwei ganze Herzcontainer dazugekriegt haben. Ja, mei. Und einmal Retour, lieber Link. Oh. Oh, nö, du, lass mal. Das müssen wir uns jetzt nicht nochmal geben. Also, wie ich uns kenne, würden wir dann wahrscheinlich auch draufgehen. Warum auch nicht? Man hat ja sonst nichts Besseres zu tun, wenn man Link heißt und sich ausschließlich mit Feen unterhält. Und senilen alten Männern und Frauen und, ich weiß auch nicht. Irgendwas macht der Junge falsch in seinem Leben. Ja, nee. Wir sollten schon treffen. Ein Herz, ein Herz. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt auch noch eins mitgenommen. So, wir sind ja nicht so, ne? Ah.
Da gibt es so gewisse Orte, da könnte man noch mal Herzen abstauben. Ist natürlich die Frage, ob wir es bis dahin schaffen. Naja, mal schauen, ne? Hat irgendjemand ein Herz für Link? Ein Herz für kleine, elternlose Links? Sieht nicht so aus. Sag mal, warum sind hier die ganzen Krüge leer? Wenn man mal eine braucht, ist nichts da. Hier wieder unser kleines Mini-Tauros. Ich habe aber leider keinen Pokéball dabei. Ich kann dich jetzt nicht fangen. Tut mir leid. Der Kompass. Damit können wir das Versteck des Kerkermeisters finden, was wir sowieso tun, wenn wir den Dungeon einfach nur langlaufen. Also irgendwie ist der Kompass in dem Spiel relativ sinnvoll. Eigentlich ist er das fast in jedem Zelda, aber hier ganz besonders. Habe ich manchmal so das Gefühl. So, Pfeil verschwendet, Herzen aufgefüllt. Das kann man doch so stehen lassen und ich weiß jetzt nicht. Na. Boah, wie war denn das? Nee, wir wollen, glaube ich, definitiv das hier so stehen lassen. Ich erinnere mich jetzt gerade mal dran, dass ich als Kind das ein paar Mal total versemmelt habe. Also hoch und runter, so, nee, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich lang muss, ich habe keinen Plan. Und habe das dann zigmal umgestellt für nichts. Ja, hört auf mich zu stressen, ihr Drecksviecher! Geht der irgendwann auch sterben? Nein! Das ist passiert! Oh Mann, aber... Ja, wenn man so ein Blindfisch ist, Link, das wundert mich nicht. Das wundert mich nicht. Ach komm, weißt du was? Geh einfach! Geh uns nicht auf den Zeiger, Mann! Tschüss! Das war's endlich, aber wir haben ja hier noch die. Wir haben ja die Mondperle. Müssten wir das Ding hier irgendwie aktivieren? Ja, da geht's doch schon wieder los. Ich glaube, das hier war's, ne? Nicht sicher! Geronimo! Die Mondperle, die Gestalt des Helden, ist damit gefeit gegen magische Verwandlung. Yay! Und ich würde eigentlich sagen, weil wir ja so ein großer Freund von Cliffhangern sind, das ist echt auch so ein Laster von mir, man möge es mir verzeihen, aber ich mag sowas. Und deswegen würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch mal einen kleinen Cut und sehen uns im nächsten Part mit unserem super epischen Endboss hier. Und Link geht in der Zwischenzeit einmal zu viel, Mann. Und dann bis zum nächsten Mal und bleibt knusprig. Ciao.